Hey Freunde, willkommen hier bei Levisgard 1210 zu einem grünen Pfeffer-Unboxing. Ja, heute habe ich eher einen wirklichen Klassiker der Spielegeschichte in meiner Hand. Grand Theft Auto San Andreas. Ja, das Spiel ist natürlich schon, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber das stört uns nicht. Überall, wo ein gelbes R drauf ist, heißt, es ist Qualität auch drin. Und Freunde, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Hammer-Game. Ja, ich bin zwar eher der Grand Theft Auto Vice City-Fan wegen der Atmosphäre und dem 80s-Flair, aber dieses Spiel ist hier auch sehr, sehr gut. Ja, auf dem Cover sehen wir hier das typische Grand Theft Auto oder GTA-Design. Ja, sieht alles wunderbar aus, auch wenn es ein Klassiker ist. Also sowas spielt man immer wieder gerne. Rockstar Games präsentiert ein Spiel von Rockstar North. Es gibt ja verschiedene Rockstar Studios und dieses Spiel kommt von Rockstar North, Freunde. Vor 5 Jahren hat Carl Johnson es geschafft, den Problemen von Los Santos zu entkommen. Eine Stadt im Staat San Andreas, die in Bandenkriegen, Drogen und Korruption zu versinken droht. Eine Stadt, in der Filmstars und Millionäre so gut es geht, versuchen den Dealern und Straßengangs aus dem Weg zu gehen. Ja. Die Systemvoraussetzungen, ich denke mal, Mindestanforderungen brauche ich nicht vorzulesen großartig, weil ich denke, jeder hat schon einen richtig starken PC zu Hause. Deshalb sage ich mal, die empfohlenen Hardware ist ein Intel Pentium 4 Prozessor oder ein AMD Athlon XP Prozessor mit einer Grafikkarte, die DirectX 9 kompatibel ist. Oh, zum Beispiel eine GeForce Series 6, ja. Komplettinstallation braucht ihr 4,7 GB Speicherplatz auf eurer Festplatte. Ja, ich sage euch mal so ganz kurz, falls euch das eine oder andere Information interessiert, ob euer PC das Spiel hier zum Laufen kriegt. Aber ich denke, das ist kein Problem. Die heutigen PCs schaffen das locker. Und in der Zeit, wo jetzt GTA 5 raus ist, also da müsste es auch gehen. Deutsches Handbuch auf Datenträger steht hier. Ja. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Ich bin gerade so am Schwitzen, weil es ist echt so warm, so eklig warm, Freunde. Obwohl es draußen gestern voll geregnet hat. Naja, es ist halt der Sommer, ne? So, dann schauen wir mal. Hier, so sieht die PC-DVD aus. Ein wunderschönes Cover, muss ich sagen. Echt schön gemacht. So, ist eine DVD, ja, eine DVD. Und schau mal hier. Anscheinend, vielen Dank, dass Sie sich für unser Spiel entschieden haben. Ja, aber wo ist hier das Key? Normalerweise hat doch ein PC-Spiel einen Key, aber ich sehe hier keinen Key. Naja, dann installiert das einfach so, würde ich sagen. Gut, naja. Ja, Freunde, GTA San Andreas, ein riesen Open-World-Sandbox-Game, wo ihr jede Menge Scheiße machen könnt, also richtig Scheiße bauen könnt. Oder ihr macht einfach die Mission, halt GTA üblich, Freunde. Ich freue mich schon drauf, auf dieses klassische, wunderbare Game. Ja, das war das Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid, hier auf meinem Kanal. Abonniert, kommentiert und gebt Daumen. Ich verabschiede mich jetzt mal und sage Bye Bye.